Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Dorkickers. Alle, die nicht wissen, was es ist ein Strategiespiel. Das ist eine Top-Down-Perspektive. Du bist der Leiter eines Squads, wo man die umsehen kann. Ich hab das Spiel schon mal ein bisschen gespielt, aber mein Fortschritt zurückgesetzt für die Aufnahme. Und ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gespielt. Das sind die Gesamtstatistiken. Hier oben Squad Level 1 und ich habe halt gar nichts. Die Kampagne können wir noch nicht spielen, ob wir ein bestimmtes Level für. Aber wir können in Einzelmissionen mal anfangen, hier mit Tutorial. Mit dem man sieht, wo es beim Spiel überhaupt wirklich geht. Kann man sehen, Aufgabe, alle Terroristen zu eliminieren, wie viele Gegner es sind. Lock and load. Let's do this. Und das ist dann das Spiel, gerade im Planungsmenü. Dann hat halt ihr Plan, wie die laufen sollen, welche Richtung die schauen sollen dabei. Einfach laufen lassen, laufen die so ein bisschen rum. Da ist auch ein Gegner gewesen. Einmal erledigt. Auch noch viel mehr planen. Endgranaten. Kannst du dir auch Befehle geben, hier ab wann die weiterlaufen dürfen. Wir sagen, jetzt dürfen wir weiter. Da kommt noch ziemlich viel auf uns zu, weil das ist ziemlich komplex tatsächlich. Wollen wir den nächsten Raum clearen, so viele Gegner kommen hier ja nicht. Okay. Hier müssen wir die Lichtrichtung einstellen. Da ist einer von uns gestorben. Ist auch ein bisschen reingerannt, das gebe ich zu. Ein bisschen besser planen können. Ist ja auch nur die erste Tutorial-Mission. Ja, ich gebe zu, ich renne gerade vielleicht ein bisschen rein. Ich kann mal sagen, dass ich immer warten müssen, ob da jemand ist. Aber da sind alle ausgelöscht. War relativ einfach. Ja, ich gebe zu, welche gestorben, das war jetzt nicht nötig. Aber tolle Missionen sind jetzt noch nicht ganz so spannend. Hinterher kommen noch ziemlich komplexe, große Level. Dann noch ein bisschen spannender. Lock and load. Let's do this. Gehen wir hier mal rein. Unserem Squad. Wie machen wir das denn? Hätte ich den gehen auf der anderen Roger. Seite. Aber wie kommt der Heil daran vorbei? Ja, das passt schon. Okay, da stehen auf jeden Fall welche drin. Mindestens zwei. Wie schalten wir die am besten aus? Die nebeneinander da durchlaufen. Also eine relativ schmale Tür. Hat der Schaden gekriegt? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Schaden gekriegt hat. Bin dafür jetzt mal langsam so hier reingehen. Die sich hier alle so ein bisschen umgucken. Der Raum müsste jetzt eigentlich clear sein. Aber du wartest hier mal. Immer gucken, ob alles sicher ist. Moving. Moving. In position. Clear. Covering. Okay. Dann laufen wir hier mal so außen rum an die andere Seite. Schauen uns mal immer so ein bisschen um. Im blauen Pfeiler ist eine feste Sichtrichtung, der wird immer die Sichtrichtung beihalten, bis er beim nächsten Punkt ist. Und wenn das grün ist, nein, so nicht, dann schaut er sich nur mal kurz dahin um und guckt dann wieder in die Richtung, die er läuft. Aber überall auf was warten soll, gucken, ob da auch wirklich niemand ist. Der unter Beschuss steht und er nicht zurückschießen kann, weil er weiterläuft. Ob der dann gerade getroffen worden. Aber da scheint noch einer drinnen zu sein. Ich kenne hier aber feste Sichtrichtung. Da soll die auch mal kurz warten und dann laufen die erst um die Ecke rum. Okay, das hat eigentlich nach unten geguckt. Glück stand da niemand. Was haben wir? Ja, okay, 12 Sekunden ist schon echt ein bisschen eng.
bis 21 gebraucht. Ja, machen wir dann nächste Mission mal weiter, das ist jetzt nicht so wichtig. Habe ich schon ein bisschen komplexeres Level hier. Mehreren Räumen. Lock and load. Let's do this. Immer noch Tutorial. Er geht mal hier hinten gucken, der stellt sich da an die Tür. Der muss so ein bisschen nach unten gucken. Nee, erstmal so. Cops are here. Looks clear. Okay, sollte eigentlich da hinten gucken. Okay. No contact. Okay, also wirklich gut schießen tut er nicht, haben wir gerade gesehen. Das geht besser. Also ich bin dafür, dass einer den Gang hier deckt und der andere hier rechts um die Ecke guckt. Da machen wir das, dann geht der hier so rein. Und schaut sich dann ein bisschen hier um. Er soll aber nicht da warten, er soll frühestens hier warten. Ganz toll gewesen, er stand in Deckung. Da kommt er mal vor. Geplant war das. Ne, so nicht. Okay. Er soll da hin. Der sollte am besten hier hinlaufen, glaube ich. Allerdings sind die Hintergrundgeräusche ziemlich laut. Oder mal alles ein bisschen leiser machen. Haben wir, glaube ich, gar keine Geräusche mehr, oder? Ja, so ist ganz gut. Oben steht noch einer, haben wir gerade gesehen. Er geht mal bitte hier hin, soll er bitte immer in die Richtung schauen. Genau. So, wie sicher war das jetzt am besten? Am besten guckt einer erstmal hier rechts rum. Während er weiter in den Gang deckt, falls jemand kommt. Er geht mal langsam ein Stückchen vor und er geht hier rum. On target. Hier ist erstmal keiner. Dann deckt er erstmal den Gang hier, während er hier rüber geht. Nein, da runter gucken. Dann können wir mal den Flashbang werfen. Hier hin. Danach gehst du hier rum. Schaust dabei bitte in die Richtung. Ich bezweifle, dass unten einer steht gerade. Vollzeit. So, die Granatenaktion ist jetzt mit dabei. Also war das nicht geplant. So, bitte. Flash out. Alpha. Nee, da ist einer unten. Nach unten gucken. Da hat er die falsche Richtung geguckt. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Wollen wir mal da hochlaufen? Scheint aber keiner zu sein. Okay. Dann ist hinter uns mittlerweile alles clear. Ja, dass er jetzt mal hier reinlaufen kann. Da ist keiner drin. Dann kommt er mal vor. Okay. Guckt dabei immer in die Richtung. Immer noch da oben. Welcome. Got one.
Good job. Ah, da haben wir alle. You're done here. Hab ich aufgeachtet, ich habe gar nicht mitgezählt. Das soll man 25 Sekunden schaffen. Okay, da waren wir vielleicht ein bisschen langsam. Ich bis dahin aber, glaube ich, ganz gut. War nochmal eine Mission. Ja, gehen noch ein paar. Mehr Zeit her. Lock and load. Let's do this. Aber hier mal eine Tür. I'm on it. Können wir es zumindest schön hinstellen. In position. Wir clear einfach das am besten. Er macht am besten die Tür. Guck erstmal rein. Bin ich für. Hostile inside. Da ist einer. Ja, da stehen die vier. Eine Fläche war da die 3. Dann geht er hier rein. Ja, da. Ne, erstmal muss er die Fläche werfen. Aber von vorne planen, das klappt so nicht. Okay. Er. Moving. Nein. Geht da hinein. Wilco. Wirf die Flash. Das ist die richtige Reihenfolge. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da war die Flash. Alpha, go. Dahin gucken. Good job. We're done here. Also hat sich weggedreht, das war ein bisschen blöd. Aber bis da haben die es gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir schon unbekannte Anzahl an Gegnern. Ein Trooper. Okay. Den machen wir aber nicht. Lock and load. Let's do this. Ach, da so Trooper. Ja, guck, wo sie stehen. Er geht mal dahin. Er stellt sich dahin. Dann macht er die Tür auf. Geht dann ein Stückchen zurück. Hält aber die Sicht. Nein, er soll die Tür aufmachen. Did you hear that? No contact. Cops are here. Affirmative. Haben wir. Ja, dahin, wer einmal hier rumgeht. Clear. Das sind ein paar mehr Gegner. Da war ich wieder unvorsichtig. Warte, was doch mal genau so. Did you hear that? They're here! I got hit! Injured! Injured! Oh. Down. Wie schlimm schießt der denn? Den ich sehe, okay. Wie es aussieht, nicht okay. Da bin ich gerade zu blöd für. Gebe ich dazu. Ja, geht dahin und guckt in die Richtung. Er stellt sich da an die Tür. Jetzt macht er die Tür auf. Who's there? Und geht erstmal ein Stückchen zurück. Hat er aber langsam ein Stückchen vorgeht. Okay, so wirklich viel sehen kann er gerade ja nicht. Okay, es lief besser. Dann geht er dahin und guckt bitte schön in die Richtung. Clear. Da ist er getroffen worden.
So läuft das einfach nicht. Lock and load. Let's do this. Okay. Did you hear that? Ja, wir das doch mal anders. Affirmative. So. Clear. Cops are here. Da stehen zwei. Covering. Kann der den treffen? Bisschen besser schießt es doch wohl drin. Und kommt noch einer vor? Hoffentlich. Ja, wie es aussieht, will keiner vorkommen. Geht er mal dahin und guckt so ein bisschen nach oben. Und da muss der mal auf sich anwarten. Genau so ist gut. Ja, das ist gut. Stellt er sich mal bitte dahin. Muss mal hier rumgucken, dass da noch was ist. Ja, das ist nichts mehr. Covering. So. Gehen wir hier mal langsam vor. Schick mal die falsche Maustaste, fällt mir auf. Da steht einer. No contact. Clear. Ja, das ist blöd. Da soll er bitte hin. No contact. Bleibt aber stehen, während der hier drin sichern geht. Ja, der Küche ist keine. Ist das gut? Hat der Ball die Richtung, bei der ein Stückchen hier vorgeht? Bitte immer darüber guckt. Ja, da steht ein Tisch im Weg. Immer in die Richtung gucken, genau. Aber bis jetzt scheint hier keiner zu sein. Jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus. Dann geht der mal dahin. Würde ich hier da hoch gucken. Was soll ich denn dagegen machen, weil der da auf mich wartet? Got it. Good job. We're done here. Tot. So klappt das doch einfach nicht. Hätte ich die denn wegmachen sollen? Okay, ja, mal ziemlich viele Gegner. Aber so wird das niemals klappen. Das ist nicht so gelaufen, wie ich das gern gehabt hätte. So, machen wir die nächste Mission. Lock and load. Let's do this. Beide Seiten der Tür ein. Oder? Seht der bitte hier hin. On target. Holding. Der die Tür auf.
Okay, jetzt hat der den Flur. Hier rollt da einer rein. Raum für Raum sichern hier. On your mark. Clear. Okay. Eigentlich sollte er nicht rein, auf einen sollte er da ja warten. Da habe ich irgendwas wieder falsch geplant. Ich komme mit der Steuerung nicht ganz zurecht. Okay. Sollte das nicht laufen sollen. Da passiert was. Geht mir nicht. Looks clear. Der ist stark verletzt. Das ist doch blöd. Und der erstmal wieder zurück. Geht der ein Stückchen vor. Okay. No tangos. On your mark. Okay. Got one. Einfach zu blöd für diese Mission. Irgendwas plane ich noch falsch. Lock and load. Let's do this. Einfach nicht gut in dem Spiel. Das Gefühl. Aber wir müssen da gehen. Jetzt haben wir jeden Punkt warten. Okay. I'm on it. No tangos. Did you hear that? Soll ich das bitte machen, ohne getroffen zu werden? Wie soll ich den bitte wegmachen? Vielleicht mit der Flash sprengen, das könnte vielleicht klappen. Okay. Hier war das nochmal. So, das hätte er mich nicht getroffen. Okay. Holding. Injured. Ich brauche mal automatische Waffen. Abort Mission. Was können wir denn hier noch machen? Das sind meine Einheiten. Aber natürlich auch nicht wirklich stresslicher hier. Aber jemand, der extrem treffsicher ist im Team, der ist ziemlich treffsicher hier. Und der ist auch gut in Treffsicherheit. Auch so länger zu zielen. Er zielt schnell, okay. Aber halt nur Speer. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser. Weniger Munition. Nur 8 Sterne. Da holen wir uns die mal. Bin ich für. Er wollte stärkere Pistole. Kann ich die jetzt für alle holen? Ja, kann ich.
Weil ich wüsste, war jetzt nicht so das Problem. Endgranaten. Und dann wollen die fliehen. Das passt so bis jetzt eigentlich alles ganz gut, ist aber hier dann noch. Ja, die Pistole ist irgendwie ziemlich blöd. Dann können die schneller zielen auf kurze Distanz. Ja, das ist gut, Schussgenauigkeit erhöhen. Kurzwaffen, okay. Nee, nehme auf jeden Fall die Zielgenauigkeit. Da hat sich gerade irgendwas geöffnet, wollte ich nicht. Sehe aber gerade, dass die Zeit auch schon um ist. Dann probieren wir die Waffen in der nächsten Folge mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.